Hallo zu dem versprochenen Video von einem neuen E-Scooter, und zwar dem InnoKem 2.0, und zwar in der Light Edition. Light stimmt nicht so ganz, denn das Ding ist schon eine sehr, sehr massive Ausfertigung. Was er kann, das zeige ich euch jetzt. Der InnoKem macht, wenn man ihn auspackt, schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck. Anleitung, alle komplett auf Deutsch, sehr genau erklärt, Werkzeug dabei, Beschreibung, wie man was einstellen kann. Also erster Eindruck, schon mal Daumen hoch, macht ein sehr, sehr gutes Bild. Für wen ist der 2.0 Light konzipiert? Das ist eher ein bisschen massiverer Scooter. Der hat gut 13 Kilogramm Gewicht, allerdings auch mit Vollausstattung. Zwei Bremsen drauf, einen 10,4 Ampere Akku, der ordentlich Leistung, also dementsprechend Reichweite generiert. Wir haben 300 Watt starken Motor. Also dieser Scooter richtet sich eher an den, der ein bisschen mehr damit machen will, der ein bisschen mehr Sicherheit haben will und mehr Stabilität. Der Scooter an sich macht, wie gesagt, einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Man kann alles sehr, sehr leicht verstellen. Das fängt hier vorne an beim Zusammenklappen. Das können wir also alles mit dem Fuß machen. Da habe ich auch schon einen Roller gehabt. Da musste man sich dann die Finger abbrechen, damit man das Ganze zusammenklappen konnte. Das geht also hier deutlich leichter. Wir treten hier unten mit dem Fuß drauf, nachdem wir die Sicherung gelöst haben mit der Hand. Das geht also alles innerhalb von 2-3 Sekunden und das Ding ist zusammengeklappt. Natürlich haben wir einen Ständer dran, das ist ganz klar. Und was besonders auffällt bei dem 2.0 Light, ist die breite Trittfläche. Ich kann mich jetzt einmal nebeneinander stellen, aber in meinen Augen die sicherste ist, hinten den Fuß einmal quer zu stellen. Breite von oben gesehen, die ist schon ein bisschen über dem, was andere Roller haben. Das ist natürlich für den geeignet, der vielleicht doch eher seitlich mit den Füßen stehen möchte oder der halt, wie gesagt, einfach mehr Fläche und somit mehr Sicherheit haben will. Weiterer Vorteil, für mich Pflicht an so einem Scooter, sind Luftreifen, also luftgefüllte Schlauchreifen, mit denen ich viel, viel mehr Komfort generieren kann. Die haben also hier ein Ventil dran, die ich dann aufpumpen kann. Auch das ist sehr, sehr leicht gelöst. Man löst hinten oder auch vorne 4 Schrauben und kann dann die Felge praktisch auseinandernehmen. Das heißt, man zieht die Nutzerseite ab, neuer Schlauch drauf, alten Schlauch vorne natürlich raus und schon ist das Ganze wieder einsatzbereit. Pflicht ist ja auch die Lichtanlage, die brauchen wir natürlich hier dran auch. Dieses Modell, wie es hier steht, ist fast zulassungsfähig. Der Hersteller ist auch gerade schon dran und generiert eine ABE dafür. Der Throttle hier oben, der ist ganz geckig, denn der funktioniert nicht nur mit dem Daumen, wie das bei anderen Modellen auch der Fall ist, sondern der geht auch gleichzeitig in so eine Art Grip-Shift-Schalter über, sodass ich den auch mit der Handinnenfläche bedienen kann oder auch arretieren kann, indem ich halt einfach die Hand dann fest zusammendrücke und die Geschwindigkeit wird sehr, sehr genau gehalten. Da sind wir auch schon bei der Elektronik von dem Scooter. In der Elektronik oder im Bedienteil kann ich verschiedene Sachen einstellen. Unter anderem natürlich die Höchstgeschwindigkeit, die ist jetzt hier limitiert auf 20 km/h. Ich kann die aber auch, wenn ich jetzt hier jemanden habe, der vielleicht ein bisschen unbedarfter ist, einfach auf 15 km/h elektronisch runterregeln. Und ich kann verschiedene andere Sachen einstellen, unter anderem auch einen Autopiloten. Autopilot heißt, ich halte eine bestimmte Zeit lang den Gasknopf in einer Position. Dann merkt sich das System und ich kann den Knopf loslassen und der Roller fährt genau mit dieser Geschwindigkeit, also einer Art Tempomat, dann weiter. Drücke ich wieder kurz auf den Gashebel oder kurz die Bremse, dann geht diese Automatik sofort wieder auf manuell und der Vorschub endet. Vorschub ist auch der Begriff, was kann dieser Roller in dieser Version? 300 Watt. 500 Watt dürfen diese Roller leisten. Das geht natürlich dann immer zu Lasten der Batterie. Also da muss man einen Kompromiss finden. 300 Watt ist aber schon eine Leistung. Da kann man schon was anfangen und da kommt man auch gut den einen oder anderen leichten Berg hoch. Zu steil darf es natürlich nicht werden. Dann wird so ein Scooter immer in die Knie gehen. So, wir haben natürlich eine vorgeschriebene Klingel, die ist hier schön in den Lenker integriert und am Lenker haben wir noch eine andere Besonderheit. Da haben wir nämlich sogenannte EFA-Griffe. EFA-Griffe bedeutet, die Griffe sind nochmal klappbar, um den Roller natürlich noch kompakter zu machen. Also wenn ich den Lenker runterfahre, schraube hier diese Hülsen auf, klappe die Lenkerenden nach unten, dann ist der Roller nochmal kompakter.
Kompakt ist das Stichwort für die Größe. Wir reden hier über besagte gut 13,5 Kilogramm. Wir reden über ungefähr 95 cm in der gesamten Länge. Also sehr handlich, wirklich, um ihn hier oben am Griff dann in den Zug, ins Auto, wo auch immer reinzuheben, aufs Boot. Da gibt es ja verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Also an sich kann man sagen, das Modell ist sehr, sehr schön aufgebaut und richtet sich, wie gesagt, eher an den Fahrer, der ein bisschen mehr will, ein bisschen mehr Reichweite, ein bisschen mehr Gewicht, was nicht immer schlecht ist. Gewicht heißt natürlich auch Stabilität und ein bisschen mehr Souveränität beim Stehen auf diesem Roller. Es gibt davon auch noch eine kleinere Version, den Mini. Der ist dann alles wirklich ein bisschen kompakter, hat 3 Kilogramm weniger, natürlich auch ein bisschen weniger Leistung. Trotzdem immer noch ausreichend, um das normale Einsatzgebiet von so einem E-Scooter abdecken zu können. So, das war es dann erstmal von dem InnoKim 2. Lite. Weitere Scooterberichte kommen demnächst. Also abonniert gerne den Channel und schaut demnächst wieder rein.